Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe bei Kosmetik vorletzt bestellt. Einmal die Mystery Box und einmal die Mystery Bag, genau. Die Mystery Bag hat, ups, ich rutsch weg, 15 Euro gekostet und die Mystery Box hat 30 Euro gekostet. Und es hat noch Proben gegeben. Und so ein paar Dinge. Einmal war so eine kleine Leseprobe dabei, Let's Be Wild. Keine Ahnung. Dann eine Probe von L'Oreal. Einmal das Vitamin C Serum und einmal das Sonnenschutz Anti-UV Fluid. Dann waren noch Proben dabei von Zaya. Und zwar einmal Wellness Anti-Winkel Serum Face and Neck. 98% natürlich. Face and Neck Serum Konzentrat, 99% natürlich. Dann die Day Cream Sonnenschutzfaktor 20, Dry and Wrinkle from Skin oder so irgendwie. Und einmal die Nachtcreme. So, und wir fangen mit der Box an. Die Box ist so groß. Und die machen wir jetzt, ist gar nicht zugeklebt, okay, auf. Da ist ein kleiner Zettel drin, kosmetikforless.de, dein Beauty-Online-Shop mit Liebe, verpackt von Sonja. Aha. So, fangen wir mal an. Da haben wir von Zaya Manuka Honey Sweet Face Care, Anti-Acne Face Maske, Oily and Kombination Skin. Okay, mache ich irgendwo dazu. Aber eine Face Maske? Nö. Dann, weil irgendwie doch ein Deckel dabei. Und ich bin natürlich, das sei, wenn ich jetzt richtig sehe. Okay. Was bist du? Ein Woman Eau de Parfum, 30 ml. Shuttler. Night Option. Gib mal dich her. Gut sprühen. Riecht mal nicht schlecht. Wo ist der? Warte, was ist der Name? Riecht nicht schlecht. Ich bin im Düfte beschreibe eine Niete gleich vorab. Entweder gefällt mir der Duft oder. Dann eine Mascara, oder? Varieté Lash Show. Ja, eine Mascara von. Von ein bisschen du. Von Evelyn Cosmetic. Eine Mascara. Ja. Sieht einmal so aus. Und hier sieht man, guck mal, wie ich ihn kriege. Also hier sieht man das Bürstchen. Ups, Mascara geht auch immer. Dann, was haben wir da drin? Jasmin Day Cream Anti-Winkel Sonnenschutzfaktor 6. Jasmin Butter Mikro Kollagen Hyaluronic Acid. Vertrockene Haut. Ab Alter von 50 Jahren. Aber kann man auch jetzt schon benutzen. Ist schon zwei Jahre, ne? Ja. Naja, oben steht's ja. Jasmin Tagescreme. Gut. Sonnenschutzfaktor 6 bringt nicht wirklich viel, aber muss man trotzdem noch Sonnenschutz drüber machen. Aber interessant. Also. Ja. Dann von Revolution Brow Blush and Glow Blush und Highlighter Palette. Bist du offen? Nicht zu. Zum Glück habe ich dich durchstehen. Mal kurz gucken, weil ich will es ja. Anders, da spiegelt es ja. Na? Bist du noch irgendwo zu können? Hm? Och, geh auf. Tschüss.
schlecht aus, ne? Aber eigentlich sehen die für mich überhaupt wie Highlighter aus, wenn ich ehrlich bin. So. Spiegel trotzdem. Sehen alle aus wie Highlighter. Blush and Glow. Blush und Highlighter Palette. Naja. Dann haben wir hier von Revolution ein Lipgloss. Oh, das sieht süß aus. Bei mir spiegelt sich zurzeit auch alles. Keine Ahnung warum. Und ich bin hier eh noch am Umrahmen und renovieren und so. Ich brauche mehr Platz. Gehst du raus? Ach, mit einem Ring, wo man verstellen kann, ist das genau unser Lipgloss drin. Kann man, glaube ich, verstellen, dann drin kann man es dann tun. Ein Schmetterling, goldig. Steht irgendwelche Farbe drauf? Evolve. Evolve ist aber nicht die Farbe, oder? Oder doch? Auf jeden Fall ein Lipgloss. Ah, mal Ohr. Aber richtig süß. Und die Farbe hier. Süß gemacht. Okay. Richtig schön. Dann haben wir von... Moment. Ach, juckt. Von Zaya eine vegane Sonnencreme. Antioxidants Face Cream mit Vitamin C. Sonnenschutzfaktor 50 plus UVA plus UVB. Sehr hoch. Muss rein, dass die Sonne Creme sind. Aber okay. Interessant. Dann haben wir von Catrice Clean ID ein Insta Bright Serum Primer. Kenne ich gar nicht. Okay. Serumgrundierung 98% natürlichen Inhaltsstoffes verleiht dem Teint eine natürliche Ausstrahlung allein oder als Make-up-Grundlage verwendbar. Verträglichkeit hautärztlich bestätigt. Vor Gebrauch schütteln. Okay. Ein Primer. Dann haben wir drei Pinsel von Laney Lashes. Einmal der LBF 19 Concealer Buffer. Mal so. Huch. Ja, jetzt ist doch aufgegangen. Machen wir so. Dann haben wir das Gestuhl. LBF 09 Face Definer. Was hier machen? Ah, für Puder oder so dann. Okay. Sind aber weich. Sind aber weich. Warum schmeiße ich das alles gerade hin und her? Bleibt doch da im Sack stehen. Und dann haben wir. Was bist du? LBF 11. Angel Chic, für Blush, Bronzer und so. Ja. Pinsel kann man immer gebrauchen. Überall. Ist ja klar. Dann haben wir noch zwei Produkte in der Box. Und zwar einmal Laney Lash. Wie gehst schon du auf? Ah, hier. Also. Ja, richtig schön eingepackt, muss ich sagen. Schon, naja, richtig schön eingepackt, ne? Die falschen Wimpern. Aber wirklich richtig schön eingepackt. Oh, die sind lang. Steht da drauf, was wird das heißen? Ah, doch, Grace steht da. Laney Lash Grey sollen das sein. Genau. Und zu guter Letzt haben wir noch die
Catrice Maxime Giacomo Palette. Und zwar die letzte, genau. Aufpassen mit dem Spiegel. Das ist diese hier. Die Palette habe ich ja schon von Maxime. Die ist wirklich gut. Ja, dann sind wir mal am Überlegen, was wir damit anstellen. Irgendwas ist ausgelaufen. Also, in der Mystery Box für 30 Euro. Einmal Catrice Maxime Giacomo Palette, Lidschattenpalette. Dann Leni Lashes. Dann von Revolution in Lipgloss. Die Blush und Highlighter Palette. Und Zaya eine Jasmin Tagescreme. Von Catrice Clean ID in Primer. Was doch her. Von Zaya eine Sonnencreme fürs Gesicht. Eine Mascara von Evelyn Cosmetics. Was haben wir noch? Die drei Pinsel. Und das Parfüm, genau. Das war jetzt alles in der Mystery Box. Ich sollte mal richtig zumachen. Und dann geht's weiter mit dem Mystery Bag. Die Mystery Bag kostet 15 Euro. So eingepackt. Und wurde verpackt von der lieben Inga. So, und schauen wir mal rein, was in der Bag ist. Das ist meine allererste Bag. Schauen wir jetzt mal rein. Knister. Neuesten. Ja. Fangen wir mal. Okay, jetzt. Fangen wir mal an mit I Love Revolution Chocolate Antioxidants Lipgloss. Okay, Farbe Salt Karamell soll das sein. Okay. Dann Leni Lash, 100% Human Hair, Nummer 144. Gut, Wimpern gehen immer. Ja, das sind ein bisschen anders. Dann eine Maske von Revolution. Keine Ahnung. Eine Purifying Sheet Maske mit Vulkanasche. Genau. Dann haben wir von Zaya die Sonnencreme fürs Gesicht mit Sonnenschutzfaktor 50+. Sonnenschutz kann man eh gebrauchen zur Zeit. Dann haben, kenne ich gar nicht, von Catrice Light Spectrum Strobing Brick. Was bist denn du? 020 Spirit of Africa. Dazu, ne? Kenne ich gar nicht. Und dann noch von Catrice. Das sind aber alle Schimmertöne. Aber trotzdem kenne ich gar nicht. Ha. Okay. Von Catrice. Powder Highlighter. Was? Jetzt auch irgendwo auf Deutsch. Puder Highlighter mit einem Hauch von Farbe für einen wunderschönen Schimmer auf den Wangen, für einen strahlenden Look auf den Wangen und Augenbrauenbogen auftragen. Ach so, das ist sowas wie ein Highlighter dann, okay. Ha, kenne ich gar nicht. Dann haben wir Oh My Kiss Lipstick von Evelyn Cosmetics. Die Farbe, keine Ahnung. Ja, Color of Case ist klar. Da steht doch keine Farbe drauf. Oh My Kiss. Nö.
Oder ist Oma Kiss die Farbe? Auf jeden Fall ein Lipgloss in dieser Farbe. Wie sieht man das irgendwie? Ja. Da steht Oh My Kiss. Okay. Dann von Revolution. Pretty Creative. Was ist Pretty Creative? Was bist du? Make-up Pigment Palette. Das hat das. Okay. Da sind vieles drin, wo ich gar nicht kenne. Gehst du auf? Ist da irgendwo was geklebt? Ja. Da sind so viele Sachen drin, die sagen mir gar nichts. Jetzt auf oder nicht? Nein, da ist noch ein bisschen. So. Aber jetzt bist du auf. Da sind Sachen dabei, die sagen mir gar nichts. Für mich steht jetzt aus wie zwei Highlighter und Lidschatten, aber da steht Make-up-Pigment. Ich war noch Make-up-Pigment-Palette. Obwohl, da könnte wie ein Highlighter sein, da eben. Der wie ein Blush. Und der Rest Lidschatten. Sind da eigentlich auch Matte dabei? Ja, Matte sind auch dabei. Kenne ich gar nicht. Jetzt kommen wir noch zum letzten Produkt. Und das ist auch von Revolution. Der Emily Edit. The Nades. Einmal so. Einmal aufmachen, wenn es irgendwo aufbrechen heißt. Die ist nämlich verschweißt. Aber nicht noch verklebt, ne? Ich hätte mich nicht gewundert, ne? Okay. So, das sieht auch von innen so aus. Das ist eine Eyeshadow Palette, ne? Face and Eyeshadow Palette, okay. Blub, du sollst wegfliegen. Da war so ein. Okay. So ein Schutz drauf. Irgendwie sieht das gerade witzig aus. Ja, das war für 15 Euro die Mystery Bag. Mit der Lidschattenpalette. Machen wir das nochmal drauf. Krass. Emily. 083 sollte auf Instagram heißen. Okay, dann die Make-up Pigment Palette. Dann die Lipgloss von Emily Cosmetics. Von I Love Revolution the Chocolate Lipgloss. Von Catrice. Ja. Wangen und Augenbrauen. Highlight, der Sonnenschutz fürs Gesicht, Leni Lashes und zum Schluss die Maske. Ja, und ich muss jetzt sagen, für 45 Euro insgesamt, also 30 die Box und 15 Euro die Bag. Klar, das ist jetzt doppelt, klar, aber da sind Sachen drin, die kenne ich gar nicht, wie du von Catrice, die Light Spectrum Strobing Brick. Das sagt mir überhaupt nichts. Ja, dann,
bin ich mal echt gespannt auf die Produkte und wie die überhaupt sind. Ja, das war Kosmetik for Less. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr sie auch bestellt habt oder ob ihr, was ihr zu den Produkten sagen würdet. Und in den Kommentaren schreiben, so. Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.